Schönen Samstagabend und willkommen hier zu den königlichen Spielen auf Twitch oder später auf YouTube, je nachdem, wo du zuschaust. Wir machen weiter mit der Insel, mit Animal Crossing New Horizon. Oh, es ist wieder kein schönes Wetter. Es ist schon Abend im Spiel. Oh! Die Schneiderei ist da. Was ist denn hier los? Ja, ich werde das immer früher starten, weil abends ist immer so dunkel im Spiel. Oder ist auch die Schneiderei? Mit den Klamotten? Achso, okay. Simon King ist da, aktiv. Nice. Hallo? Keine wirkliche, nein. Ich würde ganz gerne heute ein bisschen Progress machen. Das bedeutet, ich glaube, wir haben eine Mission, also die ganzen... Ach doch, es ist Sonnenuntergang. Wieso ist denn um 19 Uhr im Spiel Sonnenuntergang? Also bei mir ist bis 10 Uhr abends hell. Das finde ich schade. Also das Spiel zwingt einen wirklich vormittags zu spielen. Auch morgen wegen den Rüben. Ob ich auf deine Insel möchte? Oh, das ist hier auf jeden Fall sehr nice geworden. Die Äpfel. Die Birnen. Die Pfirsiche, die Kirschen und die Orangen. Und natürlich sind auch unten die Palmen gewachsen. Also das sieht auf jeden Fall nice aus. Knossi 2.0. Ich wusste, dass ich mir das anhören muss. Ja, was kann ich denn dafür, dass der kein Geld verdient, ne? Bin ich halt Knossi für arm. Ich kann auch gerne jedes Mal ausrasten, wenn ich hier so ein Ding fange. Zack. Insel besuchen. Also ich würde ganz gerne heute viele Inseln besuchen. Ich habe so viele Meilensteine. Und ich will ein bisschen Cash machen, denn ich habe ein bisschen nachgeschaut. Ich bekomme... fünfmal so viel für die Früchte auf einer anderen Insel als auf meiner. Ich bin davon ausgegangen, dass es die Kirschen sind, die mir ganz viel Geld eingebracht haben, weil sie halt seltener sind. Das war aber nicht der Fall, sondern weil ich sie auf einer anderen Insel gepflückt habe. Das zählt auch deine Insel dazu, Hussi? 777. Und der Laden macht ja wieder um 10 Uhr zu. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Wenn ich bei dir Kirschen und Früchte sammle, kann ich sie dann für teuer verkaufen? Also für 500? Okay, hier ist was drin. Ich mache auch direkt die Post auf. 7 plus 300. Okay, maximal gibt es 300. Die Meilen einlösen. Nox Shopping. Ja, weil du eine Birneninsel hast. Okay, das muss ich gleich nochmal fragen, weil ich habe jetzt momentan alle Früchte bei mir. Und wir müssen alle 100 kosten, da sie auf meiner Insel gepflanzt wurden. Oder sind nur die Äpfel bei mir am billigsten? Nicht Nook Shopping.
Okay, dass man hier auch wieder nicht zwei, drei Stück auf einmal kaufen kann, ist... Das wird dauern. Und da hat er dich erwischt. Und gleich noch eins. Ich kaufe drei Stück. Dann kann ich drei Inseln gleich besuchen. Also da muss man auf jeden Fall dem Bot wieder recht geben, weil man, wenn man Hä mit 40 Es schreibt, dann ist ja ganz klar, dass er zuschlägt. Aber das ist mir immer noch ein Rätsel, wie der dich da weggebannt hat. Du hast Hussi, das habe ich ja letztens auch schon gesagt. Du hast ja bei mir 16 Timeouts und 2 Sperren. Wobei ich die zweite habe ich ja nur gemacht, um dich dann wieder zu entsperren. Aber der Bot hat dich 16 Mal erwischt. Und das ist normalerweise, also normalerweise eine Ausnahme. Das sollte eigentlich nach dem dritten Mal selbstverständlich sein. Seit vielen Streams nicht mehr. Tatsache, du hast gelernt. Nach 16 Mal Bann hast du gelernt. Beziehungsweise Timeout. Ich würde gerne dieses Wetter hier genießen. Ich muss wirklich vormittags zocken, aber ich habe da nicht so viel Zeit. Sind die Blumen jetzt auch schon fertig? Ach, das sind die Blumen. Das sind die Blumen. Insel ist offen, hallo. Ich habe das schon mitbekommen. Hier sind die Büsche. Ich habe gestern, glaube ich, auch eine halbe Stunde das vierte Fossil gesucht, bis ich das gefunden habe. Ach, das war ein Fisch. Ich weiß nicht, wieso der Bot dich jetzt nicht weggebannt hat. In Caps bitte auch nicht schreiben. Simon, also ich glaube, das wird nichts mit dir. Ich weiß nicht, wie du dich bei den anderen benimmst. Und du machst ständig das, was man nicht soll. Traurigerweise. Wie bitte? Wie, was hast du gemacht? Du hast in Caps geschrieben. In Großbuchstaben. Ich glaube, ich muss ein bisschen die... Das ist natürlich jetzt für das Volk ärgerlich, wenn jetzt durch gewisse Zuschauer ich den Bot wieder ein bisschen aggressiver machen muss. Dann zeigen alle wieder hier auf dich, Simon. Also das darf man nicht. Das ist nicht gern gesehen, nein. Weil du damit sozusagen deine Nachricht hervorhebst. Kein einfaches Wort. Also ein bisschen nervig, wenn man immer alles in groß schreibt. Das ist... Wie viel Kohle habe ich denn hier? Ich habe gehört, dass man ein
Geldbaum pflanzen kann. Stimmt das? Dann würde ich hier nochmal zurückkehren. Okay, dann kann ich das jetzt machen. Voll daneben. Okay, ich bräuchte aber mehr Geld. Okay, maximal. Ich dachte, man kann mehr. Och, das ist... Dieses Spiel macht mich fertig manchmal. Weil ein Knopf für 1000 Aktionen da ist. Es kann nur Hüssi auf dich zeigen. Sitzt der gerade nebeneinander oder was? Oder weil nur Hussein im Chat ist. Da sind, glaube ich, noch ein, zwei andere im Chat. Okay, dann kann ich das schon mal verkaufen. Hier kann ich ja nichts verkaufen. Das finde ich auch blöd, dass es nur eine Stelle gibt zum Verkaufen. Was ist eigentlich das hier? Ach, das ist so ein... Ach. Ich bekomme auch Mist geschenkt und dann weiß ich nicht, wo ich das hinpacken soll. Ja, dann werde ich gleich bei dir alle Früchte mitnehmen. So können wir es auch machen. Weil ich bin kurz davor, meinen Kredit abzubezahlen. 200.000 habe ich fast zusammen. Oder ich spare mir das für morgen, für die Rüben. Oh, das ist ein nicer Herd. Das ist ein nicer Herd. Wie viel kostet dieses schöne Stück? Nein, das sind Hussis Früchte. Also ich habe ja gar keinen Platz. Wir verkaufen einfach alles. Was ist eigentlich damit? War der Laden dann... Der war schon zu, glaube ich, dann gestern. Und ein Ding hier. Das macht keinen Sinn. Du meinst, das ergibt keinen Sinn? Jawohl, verkauft. Ja, das sind alles hier die täglichen Sachen. Einmal durchgucken. Alles komische Wände. Die Böden sehen auch nicht gut aus. Ich würde sogar sagen, dass ich... Das wäre vielleicht auch für die Streams von Animal Crossing auch mal interessant, wie viel Geld ich an einem Stream mache. Also wie viel Umsatz. Ich werde jetzt hier reingehen. Bei mir ist ein Hai. Also die Dinger verkaufen, dann werde ich mir exakt 10.000 von der Bank holen, die vergraben, damit ich auf Null komme. Und dann zähle ich von da an, wie viel Geld ich mache. Ein Sägehai? Du hattest letztens doch schon ein Hai in der Hand. So ein Riesending. Habe ich aus Versehen gedrückt, da soll mir was erzählen.
ist natürlich die Frage, was kann ich davon stiften? Ah, wird immer weniger. 2 von 4. Ja, was denn jetzt? Ein Sägehai oder Walhai? Ich glaube, der Walhai ist tatsächlich der größte Hai, den es gibt. Also die anderen 2 kann ich verkaufen. Ja, für morgen ist Pokémon geplant. Ich bin mal gespannt, was sie geändert haben, was es Neues gibt. Also ich glaube, die Naturzone hat sich noch ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, ob neue Pokémon dazu gekommen sind. Da habe ich mich jetzt auch nicht so informiert. Ich lasse mich überraschen. Oh, das ist mein Gasherd. Ja, dann kann ich hier nirgends so platzieren. Das kommt weg. Ja, gucken wir uns mal an. Das sind ja mehr oder weniger 2 Updates. Das heißt 30 Euro für jetzt ein Sommer-Update. Und dann gibt es ja nochmal für den Winter das 2. DLC. Und ich habe mir hier eine fette Uhr gekauft. Und ich morgens aus dem Bett komme. Also das bleibt alles drin. Ich kann bei dir auch Sachen craften im Notfall. Gut, dann mache ich gleich die Post. Dann muss ich mit der Dame noch hier quatschen. Geld abheben. So, jetzt kommt die mathematische Rechnung. Auszahlen. 1, 3, 7, 5. So, dann gehen wir das gute Stück mal vergraben. Wobei, ich werde auch Geld ausgraben, ne? Dann pflanzen wir tatsächlich mal jetzt einen Geldbaum. Weil das könnte ich auch jedes Mal machen. Jetzt nicht verklicken. Okay, diese 1000 zähle ich dazu, dass ich die jetzt gefunden habe. Fossilien verkaufen. Die Bäume, die keine Früchte tragen, sind einfach nur ganz normale Bäume. Dann würde ich die am besten abholzen und dann nur Obstbäume pflanzen. Was haben wir für ein Angebot, ja? Pfanne. So, mal gucken, wie viel Geld ich heute mache. Ich brauche ganz viel Geld für die Rüben morgen. Ich kaufe alles, was sie hat. Wobei, du könntest dann auf meine Insel und dir auch die ganzen Früchte schnappen. Weil bei dir sind alle 100 wert und bei mir sind alle 500 wert. Na, ich finde es so nice mit diesen Bäumen. Ich könnte ja heute auch... Usti, wie meinst du, wie würde das aussehen, wenn ich die jetzt hier pflücke und dann hier nochmal Bäume setze?
Das wäre doch viel zu eng. Kommen Sie jetzt vorbei? Ich bin unterwegs. Aber das können wir zum Beispiel auch offscreen machen. Also ich muss jetzt nicht jedes Mal, wenn ich streame, alle Inseln besuchen. Das wäre nicht so gut, ne? Lieber mit mehr Abstand. Hey, ich will das meiste aus meiner Insel rausholen. Das Beste. Jemanden besuchen würde ich ganz gerne. Ja, selbstverständlich. Zack. Das ist, da würde ich hinfliegen. Ich muss mal ganz. Hast du wieder nicht so viel Kohle mit, weil ich das jetzt gerne zählen möchte. Aber vielleicht gibt es bei dir coole Sachen zum Kaufen. Ah, nächste Woche wird es todesheiß. Wobei, es geht auch heißer. Das sollte, glaube ich, mit 23, 24 Grad anfangen. Dann geht es weiter zu 28 bis 30 Grad. Wenn es über 30 ist, ist es für mich unerträglich. Nächste Woche wird richtig heiß. Oh, da bist du ja. Bist schon am Winken. Aber bei dir regnet es, ne? Kann ich bei dir denn jede Muschel mitnehmen und alles? Geht das klar? Ein paar Sachen? Sag einfach, was ich nehmen darf und was nicht. Joa. Was habe ich denn jetzt geschafft? Stern ist durch Verkäufer. Guten Tag, der Herr. Ich kann jetzt auch übrigens mich freuen. Ich bin entzückt. Nice. So, das war's. Hör auf zu klatschen, verdammt. Schade, dass man die Kamera hier nicht drehen kann. Das ist, welcome. So, wo geht's? Wo geht's hin? Bei dir ist auf jeden Fall wesentlich mehr Platz als bei Green. Ich schüttel einfach mal am Bäumchen. Brauchst du doch eh nicht. Komm, ich nehm alles weg. Aber dein, also... Jede einzelne Frucht, die ich jetzt bei dir nehme, müsste doch 500 wert sein. Das kann mir doch niemand erzählen. Oh, Picknickkörbchen. Aber man kann sich ja leider nicht hinsetzen. So, heute steht im Vordergrund, reich zu werden. Kohle zu scheffeln. Nicht die Kokosnüsse. Du bist ja richtig. Richtig mad. Ich hau ab.
Nein. Geh weg von mir. Ich weiß nicht, was man hier alles finden kann. Das sind ja meistens immer diese Ködermuscheln. Ja, fischen kann ich auch bei mir? Oder gibt es bei dir andere Fische? Gibt es auch Unterschiede? Na, ich bin gleich dabei. So, hier oben ist ein Fossil. Hast du denn überhaupt alle Fossilien schon? Ich hab's gefunden. Wer es findet, darf's behalten. Eine alte Kindergartenregel. Wäre das aber nicht sinnvoller, wenn ich zum Beispiel gewisse Fossilien schon habe, die ich nicht mehr stiften muss? Dass ich die einfach irgendwo ablege und du holst die dann? Und das gleiche bei dir? Dass man die tauscht wie Panini-Sticker? Ich brauche irgendwie... Ich muss, glaube ich, heute ein bisschen auf Wikipedia nachgucken, wie die ganzen Preise sind. Wie viel kriege ich jetzt für so eine Muschel, für so eine Muschel, für die Koralle? Es kann ja sein, dass ich hier Sachen aufsammle, die schwachsinnig sind. So, wo geht's hin? Voll die Gänge hier. Ich steck fest, verdammt. Ich kann nicht, ich komme da nicht raus. Ach, geht doch. Okay. Irgendwas hat mich gepiekst. Okay, hier ist eine Blume. Okay, was gibt's hier noch? Was kann ich noch mitgehen? Mitgehen lassen hier. Okay, hier gibt's Blumen. Hier ist ein Laden. Aber ich glaube, das meiste habe ich schon eh. Versuche mich ja nicht aufzuhalten. Boah, hier liegt aber sehr viel. Bei mir liegt nie so viel. Oh, was haben wir denn da? Uns aber. Leider kann man da nicht durchgucken. Man kann ja mit keinen Gegenständen so richtig interagieren. Alles nur Deko. Ich würde auch ganz, ganz gerne Brücken bauen können. Weil jedes Mal diesen Stab auszuwählen ist ätzend. Ach, lass uns einmal fischen. Das wird nichts. Ah, so vielleicht. Boah, ich muss das jetzt schaffen. Jawohl. Ein Kaiserschnapper. Ich liebe diesen Fisch. Ich muss auch klatschen. Das Spiel ist einfach... Also dieses Spiel ist doch so typisch Japan, ne? Das ist kein echter Baum. Typisch Japan, typisch Anime und wir freuen uns alle.
Wir haben einen Fisch gefangen. Okay, wie was ist denn hier los? Da oben ist ein Mitbewohner. Auch du hast sehr, sehr viele Blumen. Ich will gar nicht so viele Blumen haben bei mir auf meiner Insel, außer ich pflanze die irgendwie ganz dezent neben dem Weg oder so. Oh, hier ist ein Sandkasten. Jawohl. Ist ja klar, Hussi, dass du noch im Sandkasten spielst. Ich bin schneller. Doch, ich will das haben. Hussi, du musst da kurz weg. Ich will da hin. Und jetzt? Oh, verdammt. Ja, ich mach's wieder zu. Ich gehe woanders hin. Vielleicht finde ich noch was. Nicht über die Blumen rennen, ja? Oh, da oben. Jawohl. So, ich habe schon mal zwei. Okay, das ist das Häuschen von dem Typen hier. Das ist auch keine schlechte Idee. Dann kann der Typ auch nach unten und nach oben. Und er bleibt auf seiner Ebene. Das habe ich schon. Habe ich mir schon gedacht. Also schon viel zu viele Punkte. Gleich geht's wieder ab nach Haus. Hier sind so Steine, die sind für dich. Oh, wer sind Sie denn, junge Dame? Fatima. Selbstverständlich. Ich muss ja jeden Tag hier die Leute grüßen. Oh mein Gott. Das Ding habe ich schon mal gefangen. Das ist riesig, ist das. Da. Dieses Ding. Durchatmen und weitermachen. Das Ding kannst du eigentlich nicht verfehlen, ja? Und da klatscht gegen den Baum nach. Das ist. Ach, das habe ich beim ersten Mal, habe ich den so super gefangen und jetzt sowas. Ich weiß nicht, ob der teuer ist. Einfach nur schlecht gemacht. Mach doch mal hier die Löcher wieder zu. Ja gut, das ist hier. Ich glaube, das wird nichts mehr. Hm, schön alles mitnehmen. Wieso darf ich die Kokosnüsse nicht mitnehmen? Sind die mehr wert? Weil es halt weniger Strand gibt, wo man sie pflanzen kann? Wieso bewegt er sich denn nicht? Ah, nichts gut Internet. Du hast aber hier jede Menge Fossilien.
Ah, da haben wir so leichte Internetprobleme. Wo bist du überhaupt? Wo hast du dich versteckt? Das finde ich auch blöd, dass man das nicht angezeigt bekommt. Mit so einem Pfeil, wo du momentan bist. Piep. Ach, da oben links. Man lässt mich hier für dich arbeiten, ne? Na, hier fühlst du dich wohl, Hussi, ne? Da kannst du immer schön spielen, im Sandkasten, ein bisschen klettern. Damit dann einen heißen Dreirad und dann hier Zuckerwatte und alles. Ja, ja. Hier verbringst du deine meiste Zeit. Da fühlst du dich wohl. Hä? Ja. Herr Kollege, kommen Sie mal hier hin. Kommen Sie mal hier hin. Soll ich gleich einen Fisch in die Hand nehmen? Also, wir haben verschiedene Fossilien. Wir haben 4 Stück. Möchten Sie diese haben? Ich weiß nicht, was SAS bedeutet. Fossilien, Fossilien, Fossilien. Möchtest du den nicht haben? Das bedeutet, ich darf alle behalten. Ich kann sie stiften, ich kann sie verkaufen, ich kann Kohle machen. Ich werde reich. Alles klar. Jawohl, ich darf sie behalten, ich darf sie behalten, ich darf sie behalten. So, die würde ich jetzt mal aufheben. Hallo? Sonst hole ich mir jetzt die Kokosnüsse. Oh, was haben wir denn da? Eine Kokosnuss. Und daneben die zweite. Na, zu spät, bis du kommst. Oh, eine Muschel. Okay. Also hier ist ein Häuschen. Das ist ein Häuschen vom Nachbarn. Tschüss. Okay, hier ist hier, glaube ich, jemand neu eingezogen. Das will ich auch heute machen. Ein paar Häuser bauen. Ich weiß nicht, was ich dafür brauche. Steine. Lehm. Ein bisschen Holz. Ich habe 2 Leute auf meine Insel eingeladen. Aber da muss ich, glaube ich, noch die Häuser bauen. So. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Sound hier. Ja, es ist okay. So, Herr Kollege, ich denke, dass ich hier komplett fertig bin. Ich brauche nichts mehr. Ich mache hier ein bisschen Ordnung. Okay, ich gucke mir noch dein Häuschen an. Verdammt, wie komme ich hier wieder runter? Ich darf aber nichts ausgeben. Eigentlich. Meine Taschen sind voll. Ich glaube, ein Stein ist nicht so wichtig. Hier ist dein Museum. Eigentlich könnte ich auch dein Museum besuchen. Und dann muss ich wieder schnell zurück, weil sonst dauert das wieder alles ja viel zu lang. Cash machen und Häuser bauen. Das ist ein komisches Wesen hier drin.
Aber Hauptsache sich über meine Musik beschweren und dann sowas haben hier. Jawohl. Oh, du hast auch eine Landkarte oben. Ah, Schlafzimmer. Ja, eigentlich so ein Kinderzimmer, ne? Hier die kleine Handwerkerecke. Hier das Bett mit der Riesenuhr. Schreibtisch für die Hausaufgaben. Eine Pflanze, damit es schick aussieht. Und hier die Klamotten und Bücher. Und über der Tür die Uhr. Ein typisches Kinderzimmer. In der Mitte hätte man vielleicht noch so ein Bauteppich machen können. Links ist die Küche. Na, links ist das Bad, aber viel zu wenig. Auch hier hätte man vielleicht ein paar grüne Pflanzen hinklatschen können. Bisschen was an die Wand. Ein Regal, so ein kleines Regal. Gibt's nicht so ein... Oder hast du eine Dusche? Man könnte ja so ein Badezimmer machen mit Bad und Dusche. Daneben eine Pflanze. Vielleicht so ein Handtuchhalter oder sowas. Hier vielleicht ein paar kleine Schränke. Gut, da oben ist eine... Ach, das meine ich doch. Da oben ist ein Handtuchhalter. Ein Fenster, wenn man halt, ne? Sein richtiges Geschäft erledigt. Dann kann man hier das Fenster öffnen. Und das ist... Du brauchst eine Dusche, ne? Ich habe keine Dusche gefunden, aber ich habe sowas, so ein Ding gefunden. Oh, ich wollte sie... Nein. Gehen Sie ruhig auf Toilette. Also ich ziehe mir vorher die Hose aus. Ich weiß nicht, wie du das machst. Okay, hier haben wir... Oh, hier haben wir die Küche. Ja, auch sehr mager ausgestattet hier der Wasserspender. Eine Pfanne und Messer. Messer. Das könnte gefährlich für mich werden. Und so ein kleiner Kochtopf. Ja, sieht nice aus. Ich bearbeite... Okay. Es ist eine Kochinsel. Die Kochinsel ist mehr oder weniger ein Zusatz zu einer normalen Kochnische hier. Und hier ist nichts. Das muss noch gemacht werden. Da bin ich nicht begeistert. Also wie gesagt, hier der erste Raum... Hier ist übrigens auch nochmal so ein Wasserspender. Der erste Raum ist nice. Ach, du kannst gar nicht nach oben und unten. Du hast vier Räume. Okay. Aber sieht soweit nice aus. Hier ist so ein Schubkarre. So, habe ich noch was verpasst? Kann ich noch was holen? Rathaus, da kann ich mit niemandem reden. Blumen würde ich jetzt nicht holen. Es gibt aber auch keine Sonnenblumen oder so. Also keine großartige Abwechslung. Die sehen alle sehr, sehr ähnlich aus. Doch, die haben schon Unterschiede, aber jetzt nicht so. Wie wär's mit so einem Kaktus? Wie wär's mit einer Sonnenblume? Wie wär's mit 1000 anderen Pflanzen, die ich nicht benennen kann? Ja. Ich habe keinen Platz. Was soll das? Okay, ich habe eine Kirsche davon. Kann ich die Kirsche nicht jetzt essen? Kann ich nicht. Dann müsste ich eigentlich das austauschen. Ich müsste die Kirsche essen. Man hat ja tatsächlich kein Hungergefühl, nichts. Was hast du mir denn eine Tapete gegeben? Ist das so eine Königstapete? Okay, die werde ich zu Hause ausprobieren. Sehr nice. Wobei ich die Tapeten bei mir auch schon ein, zwei Mal gewechselt habe. Oh, hier ist der Laden. Da will ich auf jeden Fall reingucken. Was gibt es hier? Also ich denke mal, dass es in meinem Laden noch andere Sachen gibt als in deinem. Na, so ein altes Telefon. Das hast du schon gekauft.
Oh. Das ist eine nice Profikanne. Das habe ich auch schon bei dir gekauft, diesen Regenschirm. Sonst gibt es bei dir, glaube ich. Ach so, das ist deine Heimatfrucht, die Birne. Jawohl. Ich müsste eigentlich, wenn ich was brauche, es bei dir kaufen. Das sieht besser aus als das hier. Wieso wird denn hier das abgetrennt, wenn es hier oben und unten die gleiche Farbe hat? Da finde ich das besser. Ist eine hellere Farbe, also nicht so dunkel, sondern mehr beige. Und unten das Eigelb. Und dann sowas vielleicht fürs Badezimmer. Kann ich jetzt, also wenn ich jetzt deine Sachen bei dir verkaufe, das bringt doch nichts. Verstehe das mit den Preisen gar nicht so richtig. Kann man das auch kaufen? Die alte Schreibmaschine und diese Box hier. Hast du die hier gekauft? Ja, aber ich muss jetzt auf jeden Fall los. Ich muss hier noch ein paar Sachen machen. Wir müssen ja was schaffen im Stream. Ich kann ja nicht jedes Mal hier rumlaufen und Spaß machen. Kann man. Aber du weißt ganz genau, dass ich jetzt gehen muss. Die Zeit des Gehens ist eingetreten. Und du kannst hier ein bisschen Picknick machen. Das ist unfassbar, was hier bei dir alles spawnt. Also ich werde sagen, das Spiel habe ich frühestens durchgespielt, wenn ich tatsächlich alle Quests habe und wenn ich die ganze Insel vollgepackt habe. Wenn ich die komplett eingerichtet habe, wenn ich auch alle Sachen gestiftet habe. Ja, das könnte dauern. Ja gut, Schnecken habe ich auch selber. So, in wie vielen Minuten werde ich von deiner Insel gehen? In 7? Na, das ist ja perfekt in einer Stunde. Okay, weil sie unterwegs ist. Ich kann nirgendwo einbrechen. Man kann sich hier gar nicht für die dunkle Seite entscheiden. Na, überall sind Blumen, das ist ja... Ich würde, glaube ich, so einen riesen Garten machen mit verschiedenen Blumen und Gutes. Was soll ich denn? Fürs Achievement würde ich, glaube ich, also für die Quest würde ich ganz viele Blumen pflanzen, aber dann auch nicht. Habe ich die? Habe ich diese rosanen Blumen? Hier ist nichts mehr. Es gibt nichts mehr zu holen. Ich bin sehr enttäuscht. Da oben ist wieder eine Schnecke. Das ist so dunkel, das Spiel. Ja, ich versuche herzukommen. Zu Thorsten. Ich dachte, du hast du Thorsten gesagt. Ich dachte, du beleidigst mich. Als ob du einen Bewohner hast, der Thorsten heißt. Er gibt dir eine Anleitung. Na, wenn ich wüsste, wo der ist. Verdammt, wo seid ihr? Da muss was schreiben. Ja, wo bist du denn jetzt? Ich bin vom Laden.
Boah, für die Bekloppten hier. Nicer Schlafsack. Guten Tag, sind Sie der Thorsten? Ich hab dich erschreckt. War nicht böse gemeint. Manchmal muss meine ganze Energie raus. Du bist zu Besuch hier, oder? Cool, ich heiße übrigens Thorsten. Es wäre schön, mit jemandem von woanders befreundet zu sein. Ich bin ein richtiger Handwerker. Okay, das... Hey, Cynical, perfektes Timing. Sieh mal. Was ist das? Ich habe eine Dschungeltapete angefertigt. Eigenhändig. Ich habe keinen Platz. Ja. Und dann muss ich halt was loswerden. Wieso kann ich denn hier nichts auf den Boden werfen? Okay, ich werde jetzt nicht 10 Kirschen essen. Gut, dann halt nicht. Ich bin immer sehr müde. Jawohl. Die Dschungeltapete? Wo ist meine Muschel, die ich hingelegt habe? Wo ist meine Muschel? Okay, ich werde, wie es aussieht, hier beklaut. Das würde ich nicht tolerieren. Ich verlasse diese Insel. Ein paar Kokosnüsse nehme ich mit. Tja. Oh, schnell weg hier. Okay, bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube, das ist falsch. Er ist schon mal nicht da, das ist schon mal gut. Oh! Okay, ich muss irgendwie anders die Insel verlassen. Oh, wieso wartet? Ich muss ihn irgendwie ablenken. So, machen wir das. Das sieht nicht schlecht aus. So. Hier ist alles voller Löcher. Hussi, du musst kurz herkommen. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Hast du Maulwürfe im Sand? Hussi. Also das sind locker über 10 Löcher. Möchtest du dir das angucken? Das ist ein Fall für Akte X. Die waren bestimmt hier.
Wir haben hier irgendetwas gesucht. Mysteriös. Guck dir das mal an. Du siehst auch schon aus wie ein Detektiv. Was ist hier passiert? Guck dir das einfach an. Das ist bestimmt voll interessant. Jawohl, ich bin gleich weg. Du kannst mich nicht aufhalten. Bitte sofort. Herr, hören Sie auf zu diskutieren. Ich möchte hier weg. Oh, ich habe mich verklickt. Ja, ich möchte sofort nach Hause. Oh, verdammt. Wie die Heimkehr wird vorbereitet. Schneller, verdammt. Wieso ist das Signal wieder gestört? Okay, was habe ich jetzt wieder gedrückt? Oh, warte mal, kann ich mich nicht? Ich weiß, was ich mache. Oh nein, der ist da, ist da, ist da. Kann ich mich hier nicht retten lassen? Notrettung! Retten Sie mich! Ja, ich möchte hier weg. Wie du dich aufregst. Wieso das denn nicht? Wie, das ist kein Notfall. Okay, das war's dann wohl. Ja, was ist los? Hallo? Würden Sie Medikamente dem Herrn geben? Ich glaube, dem geht's nicht gut. Warte mal, wie wär's, wenn ich... Ah, ich kann ja nichts aussuchen, schade. Wieso hast du das jetzt geschlossen? Wieso ist das geschlossen? Ich brauche eine Waffe. Verdammt. Ich möchte hier weg. Oh, wieso kann ich denn nie von deiner Insel weg? Was ist denn los? Du kannst mich hier nicht gefangen halten. Oh, ich habe zu tun. Ich muss Geld sammeln. Oh, wieso ist das Signal wieder gestört? Mach, dass es aufhört, Hussi. Du hast voll die Anfälle. Geh mal zum Arzt. Oh, wieso denn später nochmal? Ja, wird eh nicht klappen. Du hast auch deine Finger im Spiel. Was ist los? Was ist los? Hey. Geht's dir gut? Jetzt kann er wieder lachen. Jetzt öffne die Dinger. Wieso habe ich kein böses Gesicht? Ich bin nicht erfreut. Ich bin auch nicht entzückt. Du kannst ja nicht mehr. Mehr was? Weg? Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Als ob ich hier nicht weg kann.
Aber du kannst doch nicht. Du kannst mir doch nicht verbieten, hier abzuhauen. Als ihr bei mir wart, ihr durftet ganz normal nach Hause. Mann. Schon wieder. Lass den König gehen. Das ist echt. Also das wird noch ein Nachspiel haben. Das wird ein Nachspiel haben. Auch wenn ich kein böses Emote habe. Habe ich wenigstens was geschafft. Gedenke doch auch deinen Nachbarinseln ab und zu mit einem Besuch. Je öfter du fliegst, desto mehr Nuckmeilen verdienst du. Wer kann da widerstehen? Okay, ich muss dich noch 5-mal besuchen. Und dann werde ich wieder 5-mal festgehalten. Okay, ist eine komische Tapete. Jetzt aber. Du musst mir schon sagen, wenn ich gehen kann, oder? Oh, lass mich doch einfach gehen. Ich habe gesagt, ich gehe in 7 Minuten. Wir haben jetzt schon 14 Minuten. 18. Es ist schon wieder gestört. Okay, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Jawohl.